Heute geht es um Lemurien, um die Geheimnisse von Lemurien. Denn es gibt neueste Erkenntnisse, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und wir werden auch in die Tempelanlagen zusammengehen. Wir werden mit den Priesterinnen ein Ritual erleben und wir werden die Pyramiden zusammen anschauen. Es wird sehr interessant. Ihr erfahrt einiges über das Leben in Lemurien und ich freue mich schon sehr darauf. Bleib also dran. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und eines der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung im Webinarbereich. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank dafür. Ja, und jetzt Lemurien. Ihr wisst, das ist ja ein Zeitalter gewesen, was, in dem wir alle noch unseren Lichtkörper hatten, in dem wir noch keinen physischen Körper hatten, so wie jetzt, und in dem wir im vollen Ausmaß Zugriff auf unsere wundervollen Fähigkeiten hatten. Und das heißt also, wir waren damals in unserer vollen Kraft. Und so gerne wünsche ich mir das manchmal zurück. Aber wir werden heute am Ende des Videos etwas machen, wo wir uns also in einem Priesterinnenritual einfinden und dort die Codes wieder in uns erweckt werden. Der eigene persönliche lemurische Code, der wird erweckt und da hast du dann mit Sicherheit mehr Zugriff wieder auf deine persönlichen Fähigkeiten und kannst dich weiterentwickeln. Lemurien ist ja diese Zeitepoche, wo die meisten von uns zuerst inkarniert haben. Und es war eine sehr schöne Zeit. Es war schön deswegen, weil wir also, wie gesagt, diesen hohen Zugang hatten. Wir hatten auch einen ganz großen Zugang zu der Sonne. Wir haben sehr viel mit der Sonne gearbeitet und deswegen auch heute dieses Sonnenritual, was wir zusammen machen werden. Wir hatten auch sehr viel Kontakt mit anderen außerirdischen Wesen. Ganz klar, wir kannten die Plejader, wir kannten die Andromedaner, die Orianer, wir kannten eigentlich alle. Und wer sich dafür sowieso interessiert, der darf gerne mal auf den Link unter dem Video schauen. Dort gibt es ja auch von uns ein wundervolles Webinar, wo man jetzt zum Beispiel mit Andromeda intensiv in Kontakt kommen kann und in die einzelnen Dimensionen hineinreist und dort sich Wissen holt. Und in Lemurien hatte man auch die Möglichkeit, in diese Dimensionen einzutauchen und dieses große Wissen sich zu holen. Also das hatte man dort sowieso, das war damals normal. Nicht so wie jetzt, wo wir uns das tatsächlich alles erarbeiten müssen. Und das ist dann damals leicht gewesen und heutzutage ist es einfach ein bisschen schwieriger, aber es geht dennoch. Ich zeige euch jetzt mal eine Karte, die Weltkarte, wo ihr seht, das Rote, das ist praktisch, wo jetzt der Atlantische Ozean ist, war damals das Land, wo man denkt, dass es Lemurien war, dass wir da gelebt haben. Es ist durch den Anstieg des Meeresspiegels untergegangen. Man findet also dieses Land nicht mehr, weil da jetzt unser Atlantischer Ozean ist. Aber wenn ihr schaut, wie riesengroß dieses Gebiet ist, dann seht ihr schon, wie riesig auch dieses Land damals war. Und ja, einfach damit man sich das mal bildlich vorstellen kann, das hat man also entdeckt. Ich habe auch unter dem Video einen Link, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Das ist also der Quellnachweis und so wird das jetzt dargestellt. Man sagt aber auch dazu, hundertprozentig sicher ist man sich nicht. Das muss ich dazu sagen, aber das wäre mal ein Ansatz, wo man sich drin wiederfinden könnte. So, jetzt kommen wir mal zurück, ihr Lieben. Also das könnt ihr euch gerne unter dem Video anschauen und dann auch eure eigene Meinung dazu bilden. Wichtig ist es zu wissen, dass wir damals eine ganz hohe Kultur hatten. Und diese hohe Kultur hat sich in den geistigen Fähigkeiten gezeigt. Das heißt, es gab diese Priester und Priesterinnen,
um die wir uns heute speziell kümmern möchten. Es gab natürlich noch viele andere Dinge auch, aber gerade weil ja die Sonnenaktivitäten so in letzter Zeit so stark zugenommen haben, fand ich es wichtig, dass man sich auch mal von der lemurischen Seite her damit befasst, weil als damals bekannt wurde in Lemurien, dass Lemurien eben doch untergehen würde, haben sich die Priesterinnen und die Priester eingefunden zu einem ganz großen Ritual und haben dort in die Sonne ihre Codes des Wissens geschickt. Also die Sonne lagert für Lemurien das ganze Wissen dort in bestimmten Codes. Diese Codes, das können so Zeichnungen sein, so ein bisschen verschnörkelt, oder es können auch einfach Buchstaben und Zahlenfolgen sein. Jeder hat es damals so gemacht, wie er das für richtig hielt. Und so ist es jetzt dann auch so, wenn wir nachher dieses Ritual zusammen machen, werden wir Zugang zu unseren eigenen persönlichen Codes bekommen. Und das heißt, er kann bei euch ein Bild sein, eine Zeichnung, ein Zahlencode, ein Buchstaben oder gemischt. Also es ist alles möglich. Bereitet euch einfach so darauf vor, dass ihr das empfangen könnt, was eben dann dort für euch verfügbar ist. Also damals hatten sich die Priester und Priesterinnen in einem ganz besonderen Tempel eingefunden und haben dieses Ritual abgehalten, voller Demut und Liebe, um eben das Wissen zu sichern. Und wenn ich jetzt nochmal rumschwenke von dem Tempel zur Pyramide, es gab ja damals auch Pyramiden und diese Pyramiden, so ähnlich wie hier im Hintergrund, und diese Pyramiden haben ja an der Spitze energetische Antennen. Und über diese Antennen haben damals auch schon im Ägypten, aber noch viel früher auch in Lemurien, die Wesen sich mit den Außerirdischen verbunden. Also man war damals wirklich mit allen Wesen verbunden und man hat kommuniziert und das ging eben sehr gut über diese Antennen auf den Pyramiden. Und in den Tempelanlagen hat man diese große Zuwendung, diese Rituale abgehalten, um dann eben mit der Sonne zu arbeiten. Es gab noch viele andere Dinge auch, aber ich möchte mich heute mal wirklich auf diese Sonnenarbeit konzentrieren und ich lade euch jetzt auch gleich ein, diese Energie zu nutzen und zu spüren. Und wer mich von euch mal persönlich kennenlernen möchte, der darf das gerne im August tun. Da gibt es in Marburg das spirituelle Treffen, wo ihr mich alle persönlich erleben könnt, mit mir sprechen könnt. Wer gerne dahin möchte oder sich informieren möchte, darf das auch gerne über den Link da unter dem Video tun. Ganz viele Informationen habe ich ja heute für euch und ganz viel Freude habe ich auch, weil wir jetzt gleich diese Meditation zusammen machen werden. Ich werde die Priesterinnen, die Priesterenergie von damals rufen und ich werde mich jetzt einsprühen mit der Sternensaat und auch ein bisschen rüberschicken zu euch, weil die Energie der Sternensaat mich leichter mit den Wesen im Universum verbindet und jetzt auch für diese Meditation sehr hilfreich ist. Also dann beginnen wir und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Geliebtes Menschenkind, geliebter Mensch. Voller Freude begrüße ich dich zu dieser hochenergetischen Meditation und zu dem Ritual der Priesterschaft in Lemurien. Und so beginnt die Energie bereits sich zu erhöhen. Denn mit jedem Wort, welches ich ausspreche, schwingen die Energien von Lemurien zu dir. Und ich bitte dich nun, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen. Dehne dich so weit aus, wie es dir möglich ist. Und spüre,
deine innere goldene Sonne. Spüre die Strahlen deiner inneren goldenen Sonne, wie sie dich zusätzlich ausdehnt und in deiner Energie erhöht. Und da du nun die nötige Ausdehnung hast, darf ich für dich, für uns, den Mantel des Schutzes ausbreiten und die Priesterenergie aus Lemurien rufen. So strömt ein die lemurische Priesterenergie, strahlend, lichtvoll, machtvoll. Die hohen Priester und Priesterinnen haben sich eingefunden und sie sprechen zu dir. Sie laden dich ein zu dem einen großen Tempel der damaligen Zeit. Sie laden dich ein zu dem einen großen Ritual der damaligen Zeit, in welcher sie zusammen mit dir, denn sie sagen, jeder, der heute hier ist, hat schon so ein Ritual gemacht. Denn es gab viele Gegenden, viele Regionen in Lemurien, wo dieses große Ritual gleichzeitig stattfand. Und so laden sie dich ein zu dem einen Tempel, in welchem du damals warst, wieder hineinzugehen. Und so erlaube dir, dieser Einladung zu folgen. So geht ihr wie in einer Zeremonie zusammen, aufgereiht, den Weg entlang. Du trägst dein festliches Gewand, welches du besonders geschmückt hast, und du trägst in deinen Händen den energetischen, persönlichen Sonnencode, den du jetzt gleich in dem Ritual zur Sonne senden wirst. Und so geht ihr die Stufen hinauf. Oben angekommen, kommt er in den Raum mit den großen goldenen Säulen und du kniest dich nieder. Du legst deine Hände auf den Steinboden und spürst die enge Verbindung zu Mutter Erde. Du spürst, wie ihre Liebe in deine Hände einströmt. Und du bist vollkommen verbunden mit ihr. Dann legst du deine Hände auf dein Herz, um dich auch mit deinem Herzen, mit Mutter Erde zu verbinden. Du spürst die Ströme der Liebe und du spürst auch, wie deine Energie sich immer mehr erhöht. Und nun konzentrierst du dich auf dein drittes Auge und du nimmst mit dem Strahl, mit dem hellen Strahl deines dritten Auges die Energie deines persönlichen Lichtcodes auf.
leitest diesen Strahl hinauf zur Sonne, welche goldenrot erstrahlt. Die Sonne nimmt deinen Lichtstrahl entgegen, energetisiert deinen persönlichen Lichtcode mit ihrer Kraft und Liebe. Dies geschieht ohne Worte. Der himmlische Chor beginnt zu singen. Sie singen die Töne von Lemurien und sie bereiten dich vor. Denn die Sonnenenergie verbindet sich mit deinem persönlichen Lichtcode aus Lemurien. Und diese Energie fließt nun zu dir in die Jetztzeit zurück. Sie fließt direkt in dein drittes Auge hinein. Erlaube dir zu empfangen. Erlaube dir, dich hinzugeben, denn dies ist ein großartiges Geschenk. Der Lichtcode wird in deiner Seele verankert. Und vielleicht spürst du, wie die Energie sich nochmal verändert hat. Denn der himmlische Chor, er singt jetzt lauter. Er singt die Töne deines Namens, die Töne von Lemurien. Und du beginnst zu tanzen. Du tanzt den Tanz des Rituals von Lemurien. Du beginnst zu schweben. Und die Sonne trägt dich mit ihren Strahlen. Sie trägt und hält dich, wärmt dich und heilt. Sie heilt alles, was jetzt geheilt werden kann. Lass es ruhig geschehen. Denn es ist die Liebe der Sonne, welche sich mit deiner Liebe verbindet und mit der Liebe von Lemurien verschmilzt. Nimm dir noch ein wenig Zeit und genieße, was gerade geschieht, um dann nach einer Weile wieder auf die Erde zurückzukommen, in deine Dimension einzutauchen. Spüre in deinen Körper, wie er sich anfühlt, und bedanke dich bei deiner Seele für diese Reise. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich freue mich auf das, was ihr schreiben werdet, was ihr erlebt habt. Ich soll euch noch sagen, der Lichtcode, euer persönlicher lemurischer Lichtcode ist hier oben auf der Stirne und ihr könnt ihn fühlen, wenn ihr daran denkt. Es war ein wundervolles Erlebnis. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und wenn du weiterhin die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Klick einfach hier drauf und sei dabei. Alles Liebe!